So, hier gibt es ein kleines Problem. Ich muss ein Video nachvertonen. Es geht um lineare Funktionen und ich empfehle in diesem Fall absolut, aber wirklich absolut, jetzt nur aufzupassen und nur zu gucken, nicht gleich irgendwie wie wild mitzuschreiben. Das habe ich vorhin in der Klasse auch gesagt. Also lineare Funktionen, da steckt was drin. Linien, ne, gerade Kurven. Also es gibt auch krumme Kurven. Vor allem, da sagt man Kurve, aber hier in diesem Fall sind gerade Kurven gemeint. So. Eine Bezeichnung dessen ist auch x0 und y0. Also hier das hier. Dieses 0 ist ein Index. Das bezeichnet man so, weil da ein bestimmter Wert 0 wird. So, dann wollen wir mal losgehen. Das Video soll starten. Das Video selber habe ich ja gemacht. Also ich habe das alles schon hingeschrieben. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen also Schnittpunkte mit Koordinatenachsen entdecken. Na, mal sehen, wie das passiert. Irgendwie wird es dann schon klappen. Lineare Funktionen. So, weiter geht's. Ich habe jetzt hier rangeschrieben, dieses 0 ist ein Index. Ne? Darum geht es also. Das ist eine Bezeichnung, die kann man frei wählen, aber die hat sich so eingebürgert, dass man x0 zu 0 Stellen sagt und y0 zum sogenannten y-Achsenabschnitt. So wie wir f1 mal l1 ist f2 mal l2 sagen können, können wir auch bezeichnen f links mal l links gleich f rechts mal l rechts. Das geht genauso gut. Nur wie gesagt, dieser Index 0, der hat sich eingebürgert. Das zur Erklärung, weshalb da x0 und y0 steht. Ich habe es dann nochmal rangeschrieben. Das sind die sogenannten Nullstellen. Was das ist, dann werde ich das nochmal erklären. Und das ist der sogenannte y-Achsenabschnitt. Den kennen wir schon vom Graphenskizzieren. Das ist nämlich der schicke Wert, der immer dann einfach so schon mitgeliefert wird. Das ist unser erster Wert, wo man sagen kann, da haben wir schon einen ganz sicheren Punkt. Das absolute Glied. Das steht dann hinten an so einer linearen Gleichung dran. So, das habe ich hier alles nochmal erklärt. Pardon. Jetzt wird es gleich weitergehen, mit entsprechenden Beispielen, hoffe ich. Und zwar bin ich dabei und zeichne schnell mal ein Koordinatensystem, um da drin rum zu skizzieren. Skizzieren geht wesentlich schneller, das geht leichter. Nicht vergessen, die Achsen zu bezeichnen und auch wie viel das wert ist. Denn sonst weiß man nicht, wie weit, ja, wo gibt es Schnittpunkte, wie weit muss ich Koordinaten eintragen, ist ganz wichtig. Und unser erstes Beispiel soll heißen, f von x ist minus 3 Viertel x plus 2. Plus 2, wie gesagt, der y-Achsenabschnitt, der ist uns schon mitgeliefert worden. Das geht ganz gut. Haben wir hier. Jetzt kommt der zweite Punkt. Ich gehe mit dem Steigungsdreieck wahrscheinlich vorwärts. Ich sage mir ganz einfach, ich setze 4 ein. Also wird sich dann entsprechend was ergeben. Und eine einfache Regel ist, unterm Bruchstrich, das schnappen wir und sagen, wenn ich dann 4 eingesetzt habe, ergibt sich ja minus 3. Also ich gehe 4 nach rechts, immer zuerst nach rechts gehen. Und dann 3 nach unten, weil ja minus 3 heißt. Ne? Gucken wir uns das nochmal an. Ich habe hier das nochmal im Einzelnen erklärt zur Erinnerung, aber das dürfte eigentlich, wenn man die vorigen Videos gesehen hat und immer schön übt, dürfte das langsam zur Routine werden. Ich mache das jetzt mit dem Steigungsdreieck. Und zwar immer ausgehend von dem absoluten Glied geht man mit dem Steigungsdreieck weiter. Das geht wesentlich leichter. So, also ich bin 4 nach rechts gegangen, was unter dem Bruchstrich steht, und 3 nach unten, weil es ein Minus ist. Habe hier meinen nächsten Punkt. Und kann dann diese beiden Punkte verbinden. So. Das ist ja bis dahin noch alles ganz leicht gewesen. Es ist auch nicht schwer. Wir werden mal sehen, wie geht man denn daran? Y0 ist also frei Haus geliefert, ist 2. Kommt davon, wenn ich nämlich für x eine 0 einsetze. Dann passiert das. Und dazu sagt man dann y0, weil das die y-Koordinate ist, wo x gleich 0 ist. Man setzt also 0 ein in die Gleichung und wenn man es eingesetzt hat, dann 0, nicht nach rechts, nicht nach links. Je weiter ich nach rechts gehe, umso größer wird x oder links, umso kleiner, also negativ. Und wenn ich dann 0 einsetze, dieser Wert 0, der gilt auch die ganze y-Achse hoch.
Gut, aber wer sich das so nicht merken will, obwohl ich so empfehle, ist besser, da muss man sich nicht so viel merken. Man muss sich darüber bewusst sein, was ist denn dieser y-Achsenabschnitt, wie groß ist da das x? So, jetzt wollte ich x0 erklären. x0 müssen wir so erklären, dass wir sagen, dass f von x, dieser Wert, der muss 0 gesetzt werden. x0 ist praktisch das Gegenteil. Das ist der Schnittpunkt mit der, das Graphen mit der x-Achse und da ist y 0 auf der Höhe. Hier verschiedene y-Werte. 0, minus 1, 0, 1, 2 oder ich mache es da 1, 2, wieder 0 oder minus 1, minus 2. Das sind die y-Werte, die sind also praktisch überall. Jetzt haben wir das nochmal geklärt. Und hier auf der x-Achse, da ist das y wertmäßig 0. Denn es geht nicht nach oben und nicht nach unten. Das heißt also, ich setze y gleich 0 in diese Gleichung ein. Und f von x ist ja y. Das hätte ich auch f von x oben ranschreiben können. Das wäre auch gegangen. Und ich setze da einfach den Wert 0 dafür ein. Jetzt in die Gleichung, in die blaue Gleichung. Da werde ich den Wert 0 einsetzen. Ich erkläre das dann nochmal, weil es Rückfragen gab. Ihr habt Schnitte wegen der Rückfragen. Das Setzen heißt Einsetzen in die Gleichung. Das hat also nichts jetzt mit den Graphen selber einfach zu tun. Da setzt man nichts hin und her, sondern man setzt diese Werte, die ich jetzt rot eingerahmt habe, setzt man entsprechend ein. Entweder für den x-Wert oder für den y-Wert. Es dreht sich immer wieder um diesen Punkt. Das ist mein x0. Und jetzt ist aber die Frage bei so einer Skizze, ja, wie groß ist denn dann der x-Wert für diesen Schnittpunkt? Ja, vielleicht 2,5 ungefähr, x0 könnte rund sein. Ne, 2,5 schätzt man so. Und um das genau auszurechnen, das kann man machen. Dafür setzt man dann die entsprechenden Werte in die Gleichung ein und dann kommt Handwerkszeug, man rechnet es einfach um. Das ist dann nicht mehr so schlimm. Na, mal sehen. Also dieses Einsetzen, das werde ich dann gleich machen, dieses Handwerkszeug. So, holen wir uns das Bild nochmal und wir fangen erstmal an und setzen y gleich 0. Also f von x ist ja y. Das setze ich jetzt 0. Das heißt, 0 ist gleich minus 3 Viertel x plus 2, wird die Gleichung heißen. Stattdessen schreibe ich also 0 ist gleich. So, das gucken wir uns mal an, wie das aussieht. 0 statt des y, das habe ich jetzt 0 hingeschrieben, denn ich setze den Wert auf 0. Und jetzt kommt Handwerkszeug, das heißt, ich rechne die ganze Sache aus, indem ich umstelle. Ich kann sagen, da errechne ich in diesem Fall meinen x0. Das Blöde ist, da stören sich manche dran zu Anfang, ich habe den y-Wert gleich 0 und sage aber dazu, das ist der x0-Wert, weil das ein Teil einer Koordinate ist. Jetzt kommt Handwerkszeug, da muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wenn wir das dann umgerechnet haben, dann kommt x0 raus, 8 Drittel glaube ich. Minus mal Minus ist Plus, also es kommt ein positiver x-Wert raus. Passt ja auch, wenn ich mir die Skizze angucke, passt das. 8 Drittel ist dann x0. Und wenn ich das habe, dann gucke ich mal. 8 Drittel, das sind dann 2,6. Also rund 2,7, muss ich sagen. Denn 2,6 Periode 6 lässt sich so nicht zeichnen. Also x0 ist rund 2, und jetzt hatte ich schon mal eine 6 Periode 6 hingeschrieben. Aber um das darzustellen, das geht so nicht, dann müssen wir 2,7 draus machen. Und das kontrollieren wir jetzt. Da gucken wir jetzt oben nochmal in die Skizze. Ja, 2,5, 2,7, das passt. Bei dieser schlechten Skizze ist es schon mal noch sehr gut geschätzt. Bloß eben, solche Werte kann man nicht ausrechnen. Ne? Kann man nicht zeichnerisch darstellen. Da kann man sich noch so genau Mühe geben. 2,6 Periode 6 ist nicht zu machen. Also nicht zeichnerisch. Und auch schon gar nicht abzulesen. Deswegen kann man die dann ausrechnen. Der gerundete Wert dient bloß zur Kontrolle. 8 Drittel wäre der genaue Wert. Naja gut, das läuft ja nur ganz schick weiter. Und hier wurde ich dann immer wieder gefragt, wie ist denn das mit diesem Nullsetzen? Also es lässt sich schwer gewöhnen. So, wie kann man y0 ausrechnen?
Naja, das kann man ja eigentlich ablesen, aber ich schnappe mir meine originale Gleichung. Und zwar f von x ist gleich, aber ich kann das so nicht schreiben, sondern ich möchte ja y0 raus haben. y0 ist gleich minus 3 Viertel und statt dessen, dass ich x nehme, schreibe ich mal 0. Und dann ist auch rechnerisch bewiesen, dass dieser Term ja wegfällt, y0 ist 2. Aber das rechnerisch zu beweisen, ist ja eigentlich schon Quatsch, denn dieser Wert, ne, der wird uns ja frei Haus geliefert, das ist ja leicht. Ein neues Beispiel anhand dieser Funktionsgleichung 3x minus 1,5 soll f von x sein. Habe ich schnell mal den Graphen gemalt und werde das jetzt auch rechnerisch darstellen, was hier passiert. Und wenn wir das soweit haben, so, naja, ich male das jetzt mal lieber auf die andere Seite, weil da wird mein Graph gleich lang laufen. So, ich bezeichne das, also mein y0 minus 1,5 habe ich da eingezeichnet, lässt sich anhand des Kästchenpapiers ganz gut machen. Und jetzt von da aus 1 nach rechts, 3 nach oben. Ich habe den nächsten Punkt und kann ich auch den Graphen skizzieren. Ja, und wo schneidet dieser Graph nun die x-Achse? Die technische Anwendung dann später, die ist sehr wichtig, dass man kann sich zum Beispiel vorstellen, wie weit will ein Segelflieger kommen und fliegt auf einer geraden Flugbahn bergab sozusagen, aber da kommen wir dann später noch drauf und dann kann man mit der technischen Anwendung viel machen. So, hier abzulesen ist fast unmöglich und das müssen wir ausrechnen. Es kann 0,7 sein, es kann weiß der Kuckuck was sein. Also setzen wir dann ein, weil ja der y-Wert 0 ist. Ganz einfach 0 für y und dann kommt Handwerkszeug. Ich teile durch 3, 1,5 durch 3. Das ist genauso wie 3 durch 6. Das ist ein halb, ne? 0,5 muss dann der Wert für x0 rauskommen. Und siehe da, gar nicht mehr so schlecht. Aber das reicht mir. Also die Skizze macht man dafür, um zu ahnen, wo wird denn diese Stelle sein? Und gerechnet wird es dann richtig. Ich lasse das jetzt mal. Man könnte jetzt auch noch Aufgaben stellen. Ich mache mal an der Stelle Pause und gucke mal, ob es da noch eine bessere Sache gibt. Naja, dieses Beispiel, das könnte man dann als Rätsel nehmen oder was auch immer. Ich gehe durch einen Raum, möchte durch eine Tür kommen. Ich kann überall Koordinatensysteme reinlegen. Ich kann zum Beispiel auch auf die Erde eins legen und das hat ja die Menschheit gemacht. Die Erdkugel mal kurz ganz grob angedeutet. Hat null Meridian, der führt durch Greenwich, London. Und hier hätte ich den Äquator, den sogenannten. Und da ist es wieder eine ganz andere Bezeichnung. Dann sagt man einfach zum Beispiel, wenn wir an einem bestimmten Punkt wohnen, das wäre jetzt hier in Deutschland, hier das als null Meridian gekennzeichnet. Jetzt kommen mal Koordinaten dazu und unsere Koordinaten, die werden ganz anders bezeichnet. Also die Geokoordinaten, wo wir wohnen. Das wäre also von 0 Meridian 10 Grad in Richtung Ost und 52 Grad vom Äquator in Richtung Nord und demzufolge sagt man dann zu diesem Punkt 10 Grad östlicher Länge, weil es nach Osten geht und 52 Grad nördlicher Breite. Das ist eine ganz andere Art, also Koordinaten auszudrücken, daher kommt diese seltsame Bezeichnung. Also wir brauchen sowas immer wieder und diese Nullstellen, das sind so charakteristische Punkte, die braucht man dann später auch. Die braucht man später ganz einfach dazu, um Reichweiten zu berechnen oder den Gewinn, wann er null wird oder ob die Kosten null werden im Betrieb und so weiter. Diese Art der Rechnung, die braucht man. Daher kommt das auch. Na gut, ich denke mal, wir sind mit dem Video soweit durch und ich kann das hier an der Stelle dann beenden.